Liebe Sternfreundinnen und liebe Sternfreunde, hallo und herzlich willkommen zu meinem Video über die Beobachtung von Finsternissen. Eine Finsternis, egal ob Mond- oder Sonnenfinsternis zu beobachten, ist immer ein ganz besonderes Erlebnis. Ich möchte hier mal ein paar Tipps geben, was man bei der Beobachtung einer Finsternis machen kann oder beachten sollte. Eine Mondfinsternis kann man mit bloßem Auge beobachten. Da nimmt man einfach einen Stuhl, setzt sich hin, beobachtet das Ganze. Man kann aber auch dem mit einem kleinen Fernglas oder sogar mit einem großen Fernglas folgen. Kann hier auch ein Teleskop einsetzen. Da macht es natürlich dann ganz besonders Freude, wenn man hier beobachten kann, wie der Kernschatten der Erde allmählich über die Mondoberfläche wandert und sich dabei ganz besonders schöne Schattenspiele bei den Kratern, bei den Rillen, bei den Gebirgen, aber auch anderen Oberflächendetails des Mondes ergeben. Bei der Beobachtung mit dem Teleskop sollte man darauf achten, dass man sogenannte Grau- oder Neutralfilter einsetzt, die man einfach in das Okular einschraubt. Und somit hat man dann einen ganz guten Schutz vor dem allzu hellen Vollmond. Weiteres braucht man aber bei der Beobachtung einer Mondfinsternis nicht zu beobachten. Anders sieht es bei einer Sonnenfinsternis aus. Denn da müssen wir auf den Schutz unserer Augen vor dem intensiven Sonnenlicht beobachten. Und das ganz egal, ob wir jetzt mit bloßem Auge, mit einem Fernglas oder Teleskop beobachten. Das einfachste Mittel, um sich vor intensivem Sonnenlicht bei einer Finsternis zu schützen, ist hier so eine sogenannte Sonnensichtbrille oder einfach Finsternisbrille. Die kann man aufsetzen und dann kann man während der ganzen Phase der Finsternis folgen. Einzig bei der totalen Phase, da kann man die absetzen, weil man sonst von der totalen Phase nicht sieht. Aber sobald sich dann das erste wieder richtige Sonnenlicht zeigt, sollte man die wieder aufsetzen. Ganz empfehlenswert zum Verfolgen einer Sonnenfinsternis ist so ein sogenannter Sonnenprojektor, der nichts anderes macht, als das Sonnenbild auf eine kleine Scheibe zu projizieren, sodass man ganz gefahrlos hier indirekt der Sonnenfinsternis folgen kann. Wenn man mit Instrumenten beobachten möchte, so kann man hier so ein sogenanntes kleines Sonnenteleskop nehmen, aber ganz wichtig ist hierbei, und das auch bei allen folgenden Instrumenten, dass man solch einen kleinen Sonnenfilter hier vorhat. Das ist einfach eine ganz besondere Filterfolie, die man im Fachhandel bekommen kann. Und egal mit was man beobachtet, mit dem kleinen Fernglas, mit dem großen Fernglas, man sollte immer darauf achten, dass man hier solche Objektivfilter hat, die das Sonnenlicht entsprechend stark abmildern, sodass man gefahrlos mit den Geräten beobachten kann. Das gleiche gilt natürlich hier auch für das große Teleskop. Auch hier kann man sich ganz einfach solch einen Filter basteln. Ihr seht hier, der ist aus Pappe gebaut mit der entsprechenden Filterfolie natürlich davor, sodass man hier einen sicheren Schutz vor dem sehr intensiven Sonnenlicht hat, denn das Sonnenlicht wird durch das große Rohr, durch die große Öffnung einfach gebündelt und kann unsere Augen bis zum Erblinden schädigen. Neben den hier vorgestellten Instrumenten kann man zur Beobachtung einer Finsternis natürlich auch den eigenen Fotoapparat oder eine Videokamera einsetzen, um das Ganze aufzunehmen und dann später sich die Bilder anzugucken, den Film anzugucken, um so eine schöne Erinnerung zu haben. Dabei sollte man natürlich auch wieder darauf achten, gerade bei einer Sonnenfinsternis, dass man dann die Kamera und das Fotoobjektiv mit diesen
Filtern ausrüstet. Für den Fotoapparat oder für die Kamera gibt es noch spezielle Filterfolien, die das Sonnenlicht nicht ganz so stark abmildern. Diese Filterfolien kann man im Fachhandel bekommen. Links dazu sind hier im Video angegeben. Zum Schluss möchte ich noch mal kurz zusammenfassen. Also Finsternisse kann man mit dem bloßen Auge beobachten. Man kann ein Fernglas einsetzen, man kann auch das Teleskop dazu einsetzen. Bei der Sonnenfinsternis sollte man auf den Schutz der Augen achten, egal ob ich mit dem bloßen Auge beobachte oder mit großen Instrumenten beobachte. Damit möchte ich mich von euch wieder verabschieden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch eine schöne Beobachtung von Finsternissen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Oliver Debus.